Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute werden wir mal ein Thema ansprechen, was so ein bisschen den einen oder anderen von euch triggern wird. Denn es geht um Autos und ihre Zustände und dass wir auch Aufträge ablehnen. Denn wir haben immer mehr Autos, die bei uns anfragen, die zur Reparatur kommen wollen. Und die sind aber in einem Zustand, wo wir am Ende keinen glücklichen Kunden haben und wir genauso wenig glücklich sind und möglicherweise, das versuchen wir natürlich grundsätzlich zu vermeiden, dass hier irgendeiner unzufrieden aus der Werkstatt geht. Am Ende des Tages hat der Kunde eigentlich nicht das bekommen, was er hätte bekommen müssen, wenn das Auto einen besseren Zustand hätte. Ja? Also, viel Spaß im Video. So, worum geht's? Also, es geht halt darum, dass wir einen Auftrag abgelehnt haben und wir auch öfters immer wieder Aufträge ablehnen, weil die Autos einfach zu schlecht sind. So, was meine ich damit? Wir lehnen Aufträge ab, wenn das Auto sich in einer so schlechten Verfassung befindet, dass jeder Euro, der dort reingesteckt wird, ein verlorener Euro ist. Und den Kunden ist es oft nicht bewusst. Ja, ich kann euch ja mal kurz ein Beispiel zeigen, was zum Beispiel Autos sind, wo es sich lohnt, wirklich jeden Euro reinzustecken, ja, weil am Ende des Tages hat dieses Auto immer noch diesen Zustand, wie er jetzt vor der Reparatur hatte, ja. Zum Beispiel, kommt mal kurz mit, wir haben hier einen 67er Cadillac Eldorado und dieses Auto, das hat erst 35.000 Meilen. Jetzt geht es hier nicht um die Laufleistung, aber es geht halt um den Zustand des Autos, ja, und rein schon automatisch, wenn ein Fahrzeug wenig Laufleistung hat, und das sagen wir halt auch immer wieder, dann ist auch der Zustand dementsprechend. So, und wenn das Auto, wir haben hier gerade aktuell, wir haben hier nur fünf Stellen von dem Meilenstand und der hat jetzt 35.000, es könnten auch 135.000 sein, wenn es aber 135.000 Meilen wäre, dann sieht man das. Und zwar unter anderem hier einmal an den Türverkleidungen, am Dashboard, also am Armaturbrett, an den Sitzen, an den Einstiegen, am Teppich, ja, natürlich am Lenkrad und noch an ganz vielen anderen Stellen auch. Aber es soll heute nicht darum gehen, dieses Auto hier zu bewerten, sondern es soll einfach darum gehen, dass es das wert ist, zu reparieren, ja. So, und immer wenn wir ein Auto annehmen, ja, dann gucken wir uns das auf jeden Fall einmal auf der Hebebühne an. Und wenn wir schon sehen, okay, das Lenkrad hängt in Fetzen, ja, der Motorraum sieht aus, als hätte da irgendein Waschbär drin gewütet, ja, Unterdruckstorch abgeklemmt, irgendwelche Werkstätten haben sich schon versucht mit Edelbrockvergaser und irgendwelche Behelfsreparaturen, irgendwelche anderen Teile, die eingebaut wurden, ja, dann sind wir schon mal ein bisschen vorsichtiger, weil die Vorstellung dieses Besitzers, der dieses Auto hat, für den ist das normal, ja, aber er weiß dann zum Beispiel nicht, wie es aussehen könnte, ja, weil jetzt nehmen wir nochmal das hier als Beispiel, ja, 67er Cadillac Coupe de Ville, in einem absoluten Originalzustand. Wenn wir an solchen Autos arbeiten, da ist noch alles da, da ist alles komplett und wir können das Problem von Grund auf angehen. Wenn wir aber schon einen anderen Vergaser haben, Unterdruckschläuche wurden abgeklemmt, Klimaanlagen ausgebaut, ich kann sowieso nicht verstehen, warum Klimaanlagen ausgebaut werden. Du kannst sie totlegen, wenn sie nicht funktionieren und Thema ist erledigt. Aber warum baut man das aus? Ja, das sind Teile, die teilweise kaum noch zu bekommen sind. Und wie gesagt, sowas sehen wir immer wieder, dass sowas gemacht wird. Und wenn wir das sehen, dann sind wir im Vorfeld schon immer vorsichtig und fragen den Kunden, was hat er überhaupt vor? Was erwartet er jetzt von uns? Wie wir dieses Auto reparieren. Denn, ich frage das immer so ganz bewusst, weil wir sind ja nicht keine freie Werkstatt, ja, wo die Autos repariert, damit diese Autos
laufen, damit diese Autos auf der Straße fahren, damit diese Autos benutzt werden kann, sondern wir stellen ja auch wir wollen ja auch einen gewissen Wert herstellen. Und das ist oft sehr, sehr schwierig, wenn die Substanz von dem Auto dementsprechend schlecht ist. Ja, dann ist es für uns fast unmöglich, einen guten Job abzuliefern. Oder es kostet ohne Ende Zeit, es kostet ohne Ende Geld und am Ende des Tages ist es immer noch das schlechte Auto, wie es in die Werkstatt gekommen ist und der Kunde ist vielleicht 10.000, 15.000 Euro ärmer. Ja, aber es ist immer noch das gleiche Auto. Und er ist noch bei weitem nicht da, wo er hin möchte. Und das ist halt immer ein Thema, das muss man sich auch vorm Kauf klar machen, wenn man so ein Auto kauft. Und das muss man sich auch immer bewusst werden, wenn man zu einem Spezialisten geht, es ist egal, ob wir das sind oder ob es jemand anders ist, die sich mit Oldtimer auskennen, die einen guten Job abliefern wollen, das kostet Zeit und das kostet auch Know-how und das kostet auch Nerven, ja? Und dementsprechend auch Geld. Und das muss man sich natürlich bewusst werden. So, ich zeige euch mal ganz kurz zum Beispiel, wo es unvorhergesehene Sachen gibt, die unvorhergesehen viel Geld kosten oder mehr Geld kosten, wie man ursprünglich geplant hat. Dieser Wagen hier, der hatte eine Undichtigkeit und da ist Wasser in den Kofferraum gelaufen. Ja, also hier lief das Wasser runter und sammelte sich hier. So, und dann könnte man meinen, okay, die Dichtung hier, die Kofferraumdichtung ist undicht. Das war halt immer nach dem Regen und nach dem Waschen. Dann haben wir die Kofferraumdichtung geprüft. Da war auch hier überall ein bisschen Rost hinter. Dann haben wir den Rost weggemacht. Aber es hörte einfach nicht auf. Und dann haben wir halt festgestellt, unter der Scheibendichtung, hier in dem Bereich, war der Wagen komplett durchgerostet. Ja, also hier waren richtige Löcher. Nachdem wir den Rost weggemacht haben, hatten wir solche Löcher. Ne? So. Und da war klar, das muss geschweißt werden. Die Ursprungserwartung war gewesen, wir haben Wassereinbruch im Kofferraum. Hoffentlich ist es nur die Kofferraumdichtung oder möglicherweise, weil das ist das Naheliegendste. Aber es war ein Loch in der Karosserie. Ja, und dieses Loch, auch wenn es nur so groß ist, hat aber einen immensen Aufwand hinter sich hergezogen. Ja, denn, nur mal als Beispiel, dieser 60er Cadillac Fleetwood 60 Special, der hat einmal ein Vinyldach, wobei das hat jetzt damit nichts zu tun, und der hat aber eine umlaufende Gummidichtung, wo die Scheibe eingesetzt ist. Und diese Gummidichtung, die ist auch noch mit einer Chromleiste versehen, wo die Klammern sich in der Gummidichtung befinden. Das heißt, du musst ja erstmal alles auseinanderbauen. Ja? Und dann ist das Gummi, das ist ja über 60 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen, 64 um genau zu sein. Und das war so hart, dass wir es erstmal mit dem Föhn warm machen mussten. Ja? Und da ist wirklich viel Zeit drauf gegangen. So, was der Kunde am Endeffekt auch bezahlen muss. Und das ist halt immer das Thema, wo wir dann im Vorfeld nicht wissen, was kommt auf uns zu. Und wir können wirklich fast alle Arbeiten, die hier anfallen, grob schätzen. Auch fast genau schätzen. Ob es am Ende dabei rauskommt, wissen wir noch nicht. Aber wir können wirklich jede Arbeit, die hier reinkommt, auf Erfahrungswerte schätzen. Dafür machen wir es einfach schon lange genug. Und wir haben oft, sind wir immer in dem Bereich, wo wir schätzen. Das heißt, die Kunden wissen eigentlich oft vorher, was kommt auf mich zu. Bei guten Autos. Bei Autos, wo wirklich nur die Arbeit erledigt wird und nicht noch 1000 Dinge drumherum, die du vorher nicht abschätzen konntest. Ja? Und das ist halt immer das Thema. Und was wir dann tunlichst deswegen vermeiden wollen, ist, dass der Kunde mit einer falschen Erwartungshaltung hier bei uns in die Werkstatt kommt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir hatten mal einen Kunde, der hat einen Cadillac gehabt aus den 70ern und der hatte ein Problem mit seinem Getriebe. Das Vinyldach war ein bisschen schlecht und er hat noch so ein paar andere technische Sachen, die an dem Auto zu tun gewesen sind. So. Und wir haben den Auftrag aufgenommen und dann habe ich so schon bei mir gedacht, okay, das wird auf jeden Fall, sind wir dort fünfstellig unterwegs, ja, mit den Kosten.
Und dann habe ich ihn nach dem Budget gefragt und dann sagt er zu mir in allen Ernstes, er möchte nicht mehr als 2500 Euro in dieses Auto stecken. Und dann habe ich ihn gefragt, warum haben wir jetzt so viele Punkte aufgeschrieben, wenn Sie nur 2500 Euro in das Auto stecken möchten? Da kommen wir nicht annähernd dahin, weil Getriebe, Vinyldach, da sind wir mindestens 2 Wochen beschäftigt. Ja? Wenn wir schnell sind, eine Woche, ja? Oder anderthalb. Es spielt auch keine Rolle, wie lange was dauert. Aber rein von dem Umfang der Arbeiten her, und dann habe ich gedacht, okay, wie machen wir jetzt hier weiter? Und jetzt wollte ich ihm natürlich helfen und habe gesagt, okay, dann machen wir erstmal nur die technisch relevanten Sachen, damit der Wagen überhaupt TÜV kriegt, weil TÜV war nämlich auch fällig. Ja, und am Ende des Tages waren wir noch unter seinem Budget mit den wichtigsten Sachen. Das Getriebe, das Problem, das konnten wir in irgendeiner Form mit dem Ölwechsel lösen. Es war aber immer noch da, man hätte dran müssen. Aber es war, wir konnten das nicht in dem Rahmen richtig fertigstellen. Ja, was war das Ende vom Lied? Der Kunde war unzufrieden, weil er nicht das gekriegt hat, was er beauftragt hat. Und wir waren unzufrieden, weil wir etwas zugesagt haben oder zugesichert haben, was wir eigentlich gar nicht einhalten konnten. Wollten uns irgendwo in der Mitte treffen. Letzten Endes war es doch nicht richtig. Ja? Und das ist halt immer das Thema, das wollen wir natürlich vermeiden. Das passiert uns auch, dass die Erwartungshaltung der Kunden halt eine andere ist. Aber dementsprechend müssen wir da halt auch schon mal dann Aufträge einfach ablehnen. Ja? So. Jetzt frage ich euch, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr vielleicht selber auch eine Werkstatt oder schraubt ihr selber? Ja, schreibt mir das bitte mal unten in die Kommentare rein, was ihr schon erlebt habt mit Leuten, beziehungsweise nicht, es geht ja nicht darum, um Kundenbashing zu betreiben, um Gottes Willen, ja, nein. Es geht darum, einfach Erfahrungen auszutauschen mit Erwartungshaltungen, die man nicht einhalten konnte, wenn die Grundsubstanz nicht dem Wert entspricht, wie es sein sollte. Na, also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich, euch hat das kurze Video gefallen. Ich sage mal kurz. Am Ende sind es doch wieder 20 Minuten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.